Hallo Freunde und willkommen zurück zu Middle-Earth, Shadow of Mordor. In der letzten Folge haben wir den ersten Hauptmann getötet und wollen jetzt den nächsten angehen. Schwein. Ist einfach in Deckung gegangen. Ich glaube, takt. Na gut. Und ich nehme den halt mal. Bist du in der Festung entdeckt, werden die Orks Alarmschlangen verstärken, aber das ist gar nicht mehr so cool. So, mal ein bisschen Gesundheit holen. Völlig egal. Hauptsache, wir machen irgendwas. So, da oben ist wieder ein Bogenschütze. Der ist jetzt aber auch schon futsch. So, und da haben wir die nächste Mission. Vor einer Woche wurde uns gesagt, wir... Ups. Warum kommst du nicht? Der Geist von Mordor, Saurons Uruks missbrauchen gnadenlos die niederen Orks in ihren gewalttätigen Machtkämpfen. Erkunde mit der Macht des Geistes, wie du diese Machtkämpfe nutzen kannst und durchdringe die schwachen Gemüter, um die Feinde von innen heraus zu zerschmettern. Ein Ork insbesondere hat einen Verstand, der wie ein flammendes Leuchten der Schwäche strahlt. Okay. Waldläufer! Komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst! Diese Sklaven flüstern nichts als Lügen in dein Ohr! Oh, doch wenn du mich befreist, wird Redback dir alles verraten! Stimmt. Redback war der Kerl, der für uns arbeitet. Was all diese toten Orks nicht wussten. Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein. Ohne Spaß, Ork. Diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Der Plan stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Redback kann nicht die Tricks der Orks lehren. Mit Redback kann er kein gelingen. Ich muss die Musik definitiv nochmal leiser machen. Wenn ich das Spiel schon leiser gemacht hatte, aber... Wir finden schon raus, was du weißt. So, benutze L, um Goroth auszuwählen. Goroth Kragotshammer, altgediente Hauptmannstufe 5. Sucht nach einer Bestie, an der er seine Überlegenheit beweisen kann. Schwäche, die wir ausnutzen können. Anfällig gegenüber berittenen Bestien, kann durch Todesstöße vom Rücken berittener Bestien sofort getötet werden. Und hat Furcht vor Karagor. Praktisch. Er ist aber immun gegen Fernkampf, Nahkampfangriffe mit hohem Schaden, die nicht gekontert werden können, die müssen wir also ausweichen. Und der ist von einem Gefolge umgeben. Nee. Klingt aber machbar. Dein Problem, Waldläufer, sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redback wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Lass mich das hier nicht bereuen. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich meinen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer. Unser persönlicher kleiner Gollum. Also so unterwegs. Wir sollen Redback folgen. Ja, aber Moment. Ich will mal eben kurz die Musiklautstärke noch ein gutes Stück runterschrauben. Meine Hände schwitzen schon. Warum komm... Noch beibehalten, bitte. So, außerdem... wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Gekonterte Gegner stolpern, das eben gleich Geschick oder Karagor reiten. Reiten klingt ganz praktisch, vor allem für den nächsten Hauptmann.
noch. Oh je, wir haben einiges an Merian. Erhöhter Fokus, Höchstwert, mehr Elbengeschosse und mehr Gesundheit. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und dann holen wir uns jeweils noch einen bis Runenplatz. Dann können wir nämlich auch in unsere Waffen mal wieder ein paar Runen einsetzen. Was nehmen wir denn mal? Flamme von Anor, Chance von 20%, das kritische Treffer mit dem Schildgegner anzünden und die Flammen der Klinge orange brennen. Kampftodesstöße fügen Haupt mit einem Bonusschaden zu. Praktisch. Wer Zugriff auf die legendäre Waffenfähigkeit von Ophels Sturm. Okay. Ist das. Das klingt ein bisschen OP, das jetzt schon zu haben. Ich will mal kurz was gucken. Ja, wir müssen Hinrichtungen und sonst, jo, wenn wir das schon geboten kriegen, ne? So, in unserem Bogen können wir natürlich jetzt auch noch was Neues einsetzen. Was nehmen wir denn da? Tödlicher Bogenschütze, er hat den Schaden von Kopftreffern. Oh. Warum nicht? Appendices. Du kannst ihnen nicht trauen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Goroth das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Jo. Wie hast du dich befreit, Abschaum? Okay, der Kerl ist ein Schildträger. Schildträger wehren Frontalangriff ab und müssen von hinten angegriffen werden. Drücke in der Nähe des Feindes A, um über ihn zu spielen. Fang den Waldläufer, nicht mich! Er ist ein einfaches Ziel. Sein Schwert ist gebrochen. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruk! Ich bin doch über ihn. Ich ihn einfach hier. Mein Gott. So schwer ist es doch nicht. Lass Redback in Ruhe. Den brauche ich noch. Wenn ich das nicht so nicht gerne sage, aber. Das Fleisch des Waldläufers ist viel zarter. Du stirbst. Dann sind es nur noch zwei Orks. Lass du Redback in Ruhe. Komm mal her. So, da hinten ist aber noch einer. Waldläufer, schnell! Ich mag die spitzen Dinger nicht in mir stecken haben! Gucken wir mal, ob wir Informationen noch so rausziehen. Ah, Redback wird angegriffen. Ja, Moment. So, Ugo der Weise. Orks können weise sein. Oh Mann. Zack, weg bis hier. Sehr gut, Waldläufer. Nun stell dir die ganzen Leichen als Goroth vor. Stell dir dein Ziel vor. Goroth will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat er Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Goroth büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Goroth hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Goroth ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns.
Guter Plan! Du tötest? Ich warte. Das ist militärisches Genie. So, ich würde jetzt gerade erstmal gucken, dass wir ein bisschen hochkommen. Das ist einfach ein Grund, um mir mal einen Überblick zu verschaffen. Wir haben als hier ein paar Patrouille war, konnte ich spüren, wie mich etwas beobachtet. Ich glaube, so, es war dieses seltsame Geschöpf, das Snug auch gesehen hat. Vielleicht möchte ich ein Spion auf diesen Tag. Wir sollten es töten, bevor es ihm Bericht erstattet. Ich weiß, ich könnte auch einfach in das Feuer schießen, aber... Oh. So. Jetzt haben wir zwei weniger. Wir haben noch, zwei Teile. Voll in den Lauf. Na, kommt raus, kommt raus. Ah. Okay, das war zu früh. Der Hauptmann sagt, er das war zu früh. Spuren gefunden. So. Schleicht da jemand umher? Egal. Wir brauchen definitiv Pfeile. Wenn sich einer hier blicken lässt, heißt es, dass ein Hauptmann etwas richtig. Habt ihr das gehört? Ich wollte doch gerade auf den Zug hier war. So. Zettel mal hier mal eine schöne Schlägerei an. Ja. Alter, geht mir nicht auf den Sack. Das Problem ist, die machen alle ziemlich viel Schaden, ey. Plus, ey, zwei auf einmal ist nicht nett. So, fick dich. Das heißt, hier sollte man wirklich auch keinen Konter verpassen, ne? So, ab mit deinem Kopf. Nein. Ja, da kommt schon ein neuer. Steht im Weg. Für 11 Pfeile. Andererseits brauche ich mal ein Kraut. Zu dem mal greifen. Danke. Vielen Dank für die Pfeile. Herausforderung abgeschlossen, cool. Sollen drei Pfeifenkraut finden und Lothborn. Er war in Flammen gehüllt und sein Schatten legte sich über ganz Mordor. Was hat er getan? Hat er gesprochen? Nein. Aber er ist es nicht. Wie sind die von da denn angekommen? Schön. Nimm mal einen Fähigkeitspunkt erhalten, das ist doch schön. So, ich würde mich trotzdem mal dafür interessieren zu wissen, wo der Typ denn jetzt ist, den wir hier töten dürfen. Wir sind verloren. Die Widerstandskämpfer wurden geschlagen und wir werden alle zu Tode gepeitscht. Ich meine, hier sind überall Krakor. Oder wir töten uns selbst. Die sollen wir ja befreien, heißt es. Also, wie befreien wir so einen Krakor? Was für ein unmöglicher Tod. Wenn man eine Gruppe Uruks anführen will, sollte man zumindest im Kampf sterben. Ja.
garantiert eine Beförderung. Also fang lieber an, dich bei mir einzuschleimen und gib mir deinen restlichen Grog. So. Du. Na, ich weiß, wir treffen mal das andere Gebiet. Bei den Kerl will ich zumindest noch töten. So. Fähigkeiten. Halt, falsche Taste. Den Aufprall. Ich glaube, das ist echt ziemlich viel wert. Es fehlt halt nur noch das elbengleiche Geschick. Aber ich werde das wahrscheinlich kaum benutzen, aber man kann es ja mal probieren, ne? Abgehört am Schlund würde es ärgern. So. Ich finde es immer noch merkwürdig, dass hier immer mal wieder Orks nachspawnen. Zurück nachspawnen. Das sind noch mehr. Zudem einen durch in den Kopf. Der scheint sich da nicht für zu interessieren, das finde ich gut. Ich den Käfig einfach aufmachen. Tippe A, um Angriffmaster. Ja, das ist mir bewusst. So, kann ich. Ja. Das heißt doch eigentlich, dass ich auf diese Karo aufsitzen kann. Das habe ich doch extra eben gelernt. Also. Karago beherrschen. Bewege das Symbol mit dem linken Stick in den Kreis hinein und drücke dann die angezeigte Taste. So. So, ich weiß, dass ich Redback nur zu Fuß folgen kann. Aber. Das interessiert mich gerade nicht. Weil. Man sollte meinen, dieser Ort würde nicht. Ich wollte hier mal. Ich will hier mal ein bisschen Party feiern. Okay, dann lassen wir das auf der Zug. Okay, dann lassen wir das. Dann lassen wir das. Ich will aber trotzdem zumindest einmal hier mitkämpfen. Das ist cool, wir können die einmal umhauen, dann fallen die um und dann reißen wir sie ab. So. Könntest du mir mein Reittier aufzuziehen, bitte? Okay, ich hab's. Ach, wir sollen wahrscheinlich. Klar, wir sollen ja alle Karagor befreien. Tun wir das doch mal. Schleicht hier jemand herum? Nein. Das ist eine Lüge. Ja, das jetzt mal. Alter. Karagor machen Schaden. Fuck, zu spät. Wir sind tot. Schade. Ja, ich sollte definitiv meine Gesundheit verbessern. Das ist jetzt doof. Sehr gut, Waldläufer. Nun stell dir die ganzen Leichen als Gorath vor. Stell dir dein Ziel vor. Gorath will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat er Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Gorath büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Gorath hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Spring weg. Und wenn ich den einen ausschalte, dann ist der andere da. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Gorath ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan. Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie.
die Anzeige fehlt. So, aber ich will hier mal eben den Truppen, ne? Weil das brachte ja auch was. So, wenn du dich in einen Gegenstand aufhörst, kannst du jetzt als freigeschalteten Schmiedetürme auf der Karte schnell reisen. Praktisch. Und wir können Zeit verstreichen lassen, Tageszeit ändern, jegliche aktuell stattfindende Machtkämpfe unter den Uruks auflösen. Okay, das brauchen wir momentan nicht. Zumal wir ja eh in einem Auftrag sind. So. Hauptmann, Gott ist da vorn. Die Vorfreude macht mich ganz sabberig. Der Sabber der Rache. Vergiss es. So. Du wirst niemals der Schmied von dort haben. Du könntest allerhöchstens als Gehilfe des Schmieds enden. So, ihr steht hier alle ums... Ah ne, steht um den Fackel rum. Erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Halt endlich die Klappe! Den Spaß gönn hier, weil ich heute seid so schwach. Du willst doch mal herkommen. Das hört sich nicht gut an. Doch, das hört sich ganz gut an. Könnte fast ein Sirenenlied sein, du. So gut klingt das. Hören wir den jetzt mal? Warte, ich rieche etwas. Ich muss das Signalfeuer entzünden. Ups. Oh, oh. Das ist gar nicht gut. Zurück auf die Arbeit. Verdammt. Okay, das war irgendwie gerade ein bisschen fail. Ich würde sagen, wir machen hier aber in der nächsten Folge weiter, Freunde. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.